Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler. Mein Name ist Marcel. Ihr seid auf dem YouTube-Kanal von den Herren der Spiele. Und heute möchte ich mit euch meinen Ersteindruck zu Silvercoin Age of Monster Hunters teilen. Bei diesem Ersteindruck werde ich mich vollkommen auf die Spielmaterialien und auf das, was auf dem Tisch liegt, konzentrieren, damit ich in einem zweiten Video, also in dem eigentlichen Preview-Video, mich auf Spielmechanik und Spielabläufe fokussieren kann. Ich habe wirklich länger überlegt, wie ich diesen großartigen Prototyp gerecht werde, wie ich euch diesen großartigen Prototypen vorstellen und näher bringen kann. Und die beste Lösung für mich schien, dass ich eben in diesem ersten Video euch zeige, was sehen wir, und im zweiten Video, was machen wir. Und jetzt fragt ihr euch, warum? Sonst hat er doch eigentlich immer das Ganze in einem Video kombiniert. Aber die Antwort ist relativ leicht, denn in In Silvercoin Age of Monster Hunters haben wir unfassbar vielfältige Möglichkeiten, wenn es schon mal in der Vorbereitungsphase darum geht, die spätere Aktionsphase vorzubereiten. Allein dieser Aspekt, der lässt für mich das Monster Hunter Feeling total intensiv aufleben. Und wenn ich dann später in die Aktionsphase komme und so viele verschiedene Aktionsmöglichkeiten habe, dann hat mich das wirklich auf den ersten Eindruck komplett überwältigt. Und dann denke ich, muss man da einfach mehr zu zeigen. Wenn ihr dann gleich seht, was auf dem Tisch liegt, wenn ihr diese Neoprenmatte seht, die ganzen Karten seht, die ganzen Materialien seht, dann haut euch das um. Dann muss euch einfach dieses überwältigende Gefühl, was ich hatte, muss euch einfach ergreifen. Also das ist eine ganze, ganze Menge. Das ist also eine Table Presence, wie ich sie ganz, ganz selten gesehen habe. Und last but not least, es ist natürlich das Thema, getragen von dem Artwork, getragen von dem, was wir auf den Karten lesen und sehen, was uns schon wieder in diese Witcher-Welt... Ich kriege es nicht auf meinem Kopf. Für mich ist das Real Witcher-Brettspiel. Und ich möchte an der Stelle nicht mehr Worte verlieren. Ich möchte jetzt mit euch ganz in Ruhe einmal die ganzen Komponenten durchgehen, damit wir dann im zweiten Video bereit sind, richtig loslegen zu können, uns einen ganzen Spielzug anzugucken, was machen wir in Silvercoin Age of Monster Hunters. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei, mir zu folgen, wie ich Spaß habe, derzeit diesen Prototypen zu testen. Denn es ist wirklich eine einzigartige Sache. Bleibt unbedingt dran. Ihr dürft es nicht verpassen. Ist es. Das ist Silvercoin Age of Monster Hunter in seiner gesamten Pracht, also in seiner gigantischen Table Presence, die es uns bietet. Und ihr seht, ich bekomme es auf meinen Brettspieltisch, aber ich muss zugeben, ich habe auch einen riesigen Brettspieltisch. Ich bekomme es aber kaum auf die Kamera. Und jetzt habe ich gesagt, wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Ich habe mir überlegt, wie gehen wir vor. Das ist natürlich schwierig bei der Menge an Materialien, aber es macht meiner Meinung nach Sinn, wenn wir hier in der Mitte mit dem Hauptspielfeld, also mit der Neoprenmatte und seinen einzelnen Königreichen beginnen und dann einmal hier im Uhrzeigersinn vorgehen, ich euch alle Materialien und Komponenten zeige. Aber ihr seht bitte ein, dass ich einige Querverweise ziehe. Das macht einfach Sinn, damit ihr die Verbindung zu den einzelnen Komponenten versteht. Also ab und zu muss ich ein bisschen springen. Okay, genug der Worte. Wir haben hier unsere Neoprenmatte. Es wird auch im späteren Kickstarter eine Neoprenmatte geben. Und ganz klar sticht uns sofort ins Auge oder stecht uns ins Auge die sechs Königreiche. Also ihr seht, hier oben gibt es Blau, Schwarz, Rot, Gelb, Grün und Lila. Diese Königreiche, die seht ihr hier an der Seite auch nochmal abgebildet, sozusagen mit Dingen, die in diesem Königreich vorherrschen. Und übrigens seht ihr hier nochmal die Tavernen des Königreichs. Da müssen wir uns aber ausführlich gleich drum kümmern. Wenn wir uns ein Königreich mal genauer angucken, das ist jetzt egal, welches wir uns angucken, dann sehen wir immer, dass es hier so schwarze Linien gibt. Das sind Straßen oder Wege, wie ihr es nennen wollt.
Und auf diesen Wegen gibt es immer hier diese geflügelten Stiefelchen, das sind Wegpunkte, oder gar in Braun Ortschaften bzw. Städte. Diese gelben Sachen, die seht ihr hier mehrfach, das sind dann sogar die Hauptstädte der verschiedenen Königreiche. Und da gibt es dann die Möglichkeit, ganz, ganz viele Aktionen zu haben. Außerdem seht ihr in jedem Königreich zwei von diesen Kräutersammelplätzen. Hier haben wir dann nochmal ein besonderes Heiligtum in dem gelben Königreich, wo man einzigartiges, uraltes Wissen erlangen kann. Und in den anderen Königreichen seht ihr hier diese weißen Schutzschilder. Das sind verschiedene Tempel der Magie. Hier ist es ein Tempel mit Feuermagie, hier ist es mit Schutzmagie. Ihr seht, dann gibt es auch hier so Hafen und Häfen. Ihr könnt also auch über Seewege reisen. Also auf der Map, da findet schon ganz, ganz viel statt. Hier unten, das gucken wir uns bitte erst später an. Denn ihr habt ja gesehen, es gibt hier auch diese Token, die da liegen. So, und diese Token, warum sind die nicht ausgedruckt? Warum liegen die nur da? Jetzt gucken wir uns an der Stelle mal diese Leiste an. Ihr seht, diese Leiste korrespondiert zu den Farben auf dem Hauptspielbrett und dann seht ihr sogar die Namen der Königreiche, wie zum Beispiel Morhan, Abaris, Fabula, Lisblanc, Jorvik oder Oldemore abgedruckt. Und in jedem Königreich gibt es jemanden, da passiert etwas. Es gibt einen Herrscher und es gibt ein Stadtvolk, Townsfolk. Und das wurde zu Spielbeginn zugelost. Das heißt, auch jedes Spiel hat andere Bedingungen, mit denen wir Spieler als Helden konfrontiert werden. Und so haben wir zum Beispiel in dem lila Königreich, haben wir hier Bulos, the Admirer, also the Admirer, der wird uns einen Reputationspunkt geben, wenn wir eine Mission aus diesem Königreich lösen. Und dafür haben wir hier dieses Token reingelegt. Und jedes andere Königreich hat eben auch einen Herrscher, wobei die blauen Herrscher immer etwas Gutes für uns Helden bringen und die roten, die erschweren das Spiel für uns. Und neben jedem Herrscher liegt eben das Townsfolk, wie zum Beispiel hier der Troubadour, der Monster Hunter, Monster Collector, der Librarian, und auch die geben eine oder mehrere Spielbedingungen vor, mit denen wir konfrontiert werden, die einfach für einen erhöhten Wiederspielwert sorgen. So. Jetzt haben wir hier an der Stelle das Monster Hunter Board. Das gucken wir uns bitte zum Abschluss an. Wir gehen jetzt hier an der Stelle weiter und sehen diese vier lila Karten. Die entsprechen den jeweiligen Tempeln, also hier Feuer, Schutz. Dann haben wir, wo haben wir die anderen Tempel? Da oben haben wir einen Spirit Tempel und da haben wir einen Air Tempel. Und da können wir eben diese Magieschulen lernen. Und wie das geht, zeige ich euch natürlich im nächsten Video. Da seht ihr zum Beispiel, dass die Beherrschung einer solchen Magie mir später Vorteile im Kampf gibt. Also nach Möglichkeit möchte ich im Laufe des Spiels diese Tempel besuchen und die Magie erlernen. Hier stehen dann verschiedene Flow, Experience und ja andere Flow Cubes. Da müssen wir jetzt doch einen kleinen Blick schon mal hier drauf werfen, dann sparen wir es uns einfach für später. Also das ist Magical Flow. Magical Flow wird mit weißen Cubes angegeben, also mit denen hier. Physical Flow mit den roten Cubes und Erfahrung mit blauen Cubes. Und diese Flow Cubes, die verwendet man, um einzigartige Aktionen im Spiel ausführen zu können. Das ist also im Prinzip eine Währung. Und Erfahrung ist natürlich auch eine Währung, mit der wir einiges machen. So, wenn wir jetzt schon gerade an dem Board sind, dann seht ihr, hier steht dann auch noch die Starthand-Size. Und hier können wir Knowledge generieren. Knowledge ist etwas, also Wissen, was wir aus jedem Königreich bekommen können. Und zwar, wenn wir später in der Hauptstadt eine Aktion ausführen, da können wir dann diese jeweiligen Wissen über die verschiedenen Städte, über die verschiedenen Königreiche erforschen. Und dann bekommen wir in einer Reihe einen Bonus, wenn wir also eine Reihe erfüllen. Oder wir bekommen sogar in einer Spalte einen Bonus. Dafür ist diese Seite. Auf diese Seite legen wir uns die Heldenkarten. Na, wenn wir schon gerade dabei sind. So sehen die Heldenkarten aus. Da hätten wir dann zum Beispiel den Seeker, den Chronomancer, das Natural Chaos, den Fighter, den Rider, das ist natürlich noch kein fertiges Bild, und meinen absoluten Lieblingscharakter, den Shapeshifter. Ihr seht, hier oben haben wir dann immer den Namen, da haben wir den Initiativewert erstmal. Hier haben wir nochmal diese beiden Flow-Werte, also da seht ihr dann immer, wie Flow transformiert übertragen wird, wenn ich Flow aus einem Königreich bekomme, dazu auch später mehr, ob das in magischen oder physischen Flow gegeben wird. Hier haben wir die Lebenspunkte, ihr seht, wenn wir
Lebenspunkte verlieren, verlieren wir Stärke. Und da haben wir Besonderheiten der Charaktere, da können wir jetzt nicht drüber sprechen an der Stelle. Das würde den Rahmen des Videos sprengen. Die Karte kommt also hier hin. Und um dann so ein Board einfach mal zu komplettieren, seht ihr, wir haben hier zwei Aktionen, die uns zur Verfügung stehen. Und eine dritte Aktion, die können wir auch ausführen später in unserer Aktionsphase, kostet uns allerdings einen Physical Flow, so viel schon mal gesagt. Und das sind die sogenannten Uncontested Actions, also Aktionen, die ich mithilfe dieser Steine, der Aktionssteine, immer ausführen kann, wenn ich an der Reihe bin. Denn sie dürfen nicht, also auf meinem Spielboard hier kann nur ich agieren. Jetzt habe ich von Uncontested Actions gesprochen, also wollt ihr natürlich auch die Contested Actions sehen. Und die stehen hier auf dem Spielboard. Das sind besondere Aktionen, die eben nur einmal zur Verfügung stehen. Das heißt, in dem Moment, in dem jemand hier seinen Spielstein draufstellt, ist diese Aktion für diese Runde, für diese Spielrunde verwendet worden. Okay, ich habe es euch vorher gesagt, wir müssen ab und zu ein bisschen springen. Wir gehen aber jetzt im Uhrzeigersinn weiter. Das hier ist das Beatboard, also das Auction Bidding Board für ein Spiel mit zwei Spielern. Ihr seht, zu Beginn des Spiels wird erstmal auf alles Mögliche geboten, zum Beispiel auch auf Charakterkarten, Missionsstartkarten. Und da können die Spieler dann darauf bieten. Und natürlich fängt man immer erstmal hier unten an. Ja, also das ist jetzt das 4-5 Spielerboard. Ne? Es gibt also auch ein Board für 1-3 Spieler. Und ich fange hier unten an zu bieten. Und wenn dann jemand aber unbedingt die Karte haben will, wie vielleicht hier mein Shapeshifter, beliebter Charakter meiner Erfahrung zufolge, dann wird er mich vielleicht überbieten, um mit dieser Karte aber weniger Gold zu starten. Dann können andere Spieler ihn überbieten und so weiter und so fort. Also da startet man dann mit stark asymmetrischen Spielbedingungen, Startbedingungen ins Spiel. Hier haben wir Goldcoins, ja, die sehen ganz cool aus. Hier, seht ihr, da, Goldcoins. Kann ich jetzt nicht sagen, ob es da Metallmünzen später im Spiel gibt. Und hier ist was ganz Interessantes an der Stelle, denn hier haben wir den Marktplatz. Was wäre ein Hexerspiel, ein Heldenabenteuerspiel, wenn man sich nicht auf Kämpfe vorbereitet mit Night Potions, die uns während der Nacht verstärken, mit Stärke Potions, die uns generell verstärken, Health Potions, die Lebenspunkte auffrischen, Antidote Potions, die Gift Tokens entfernen, Speed Potions, die uns schneller reisen lassen oder eben dem Pferd, was uns generell richtig schneller reisen lässt. Und unten drunter habe ich jetzt mal gelegt, da sind Ship Journey Karten, denn ich habe es euch eben gesagt, wir können auch mit einem Schiff fahren. So, ich habe hier dieses Holzhalterchen gewählt. Oben am Rand des Spielfelds, ich hoffe, ihr seht es, liegt zum einen ein Stapel mit Herb Karten. Und ich nehme jetzt einfach mal eine von diesen Karten hier raus. Und zwar können wir, wenn wir eine Gather Site, also eine Sammelsite im Roten Königreich besuchen, das seht ihr nochmal hier, also hier eine Sammelsite, dann können wir uns entscheiden, ob wir die blaue Potion, das ist diese Strength Potion, bekommen oder ob wir eine Health Potion und einen Flow bekommen. Also entweder oder. Dann haben wir hier auf der Seite haben wir Special Action Boards. Und diese Karten, die werden auch aufgedeckt. Im Spiel zu zweit werden zum Beispiel, also auch im Solospiel, liegen hier zwei Karten aus. Und diese Karten, da gibt es verschiedene Phasen, in denen dann auch auf diese Karten wieder geboten wird. Und ihr seht, da bekommt man das sogenannte Ancient Knowledge. Danach muss man sie abwerfen. Die andere Möglichkeit, Ancient Knowledge zu bekommen, ist dieses hier. Und Knowledge ist ja eine ganz wichtige Sache, wenn ihr euch erinnert. Ihr seht, hier ist alles verzahnt und verknüpft. Denn wir wollen so viel Knowledge wie möglich haben, um unsere Zeilen und Spalten zu füllen und damit zum Beispiel ein Handkartenlimit zu erhöhen, Flow zu bekommen, Reputation zu bekommen, eine legendäre Waffe und so weiter und so fort. Also, das wollen wir unbedingt haben. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Spiel, ein Hauptaspekt des Spiels, das Tavern, das Tavernenboard. Ihr seht es schon wieder, dass das Board wieder komplementär ist zu dem Spielboard. Also hier haben wir die blaue Taverne, die schwarze Taverne, die rote, die grüne, die gelbe und die lila Taverne. Und es werden zu Beginn des Spiels werden Missionskarten gezogen. Diese Missionskarten, die habe ich hier in diesem Tray. Ja, ich zeige es euch mal jetzt hier. Ich kann es auch an der Stelle einfach mal hier hinstellen, dass ihr seht, weil ich werde jetzt ein bisschen mit dem Tray arbeiten. Diese Karten sehen wie folgt aus. Ich habe jetzt wieder eine blaue Karte gezogen. So, und eine blaue Karte heißt, diese Karte würde hier in die Taverne gelegt werden, wenn ich sie ziehe. Moment,
sind ja schon Karten da. Und dann seht ihr, dass in Vanir ein Monster ist. Vanir seht ihr auf dem Spielbrett dort. Das ist Vanir, diese Ortschaft. Und ihr seht übrigens ganz praktisch hier oben, Vanir ist also auf der Route hier von der Hauptstadt, wo ich die Karte mir geholt habe, 9 Felder entfernt. Und wenn ich so eine Karte ziehe, dann liegt ja auf der Karte, das seht ihr hier, so ein Token. Ich hebe das jetzt einfach mal auf. So, dieses Token, das lag jetzt hier drauf, das wurde zu Spielbeginn dahingelegt. Hier auf diesem Monster Refill Track seht ihr auch, welche Tokens da später draufkommen. Und in dem Moment, in dem ich so eine Karte bekomme, ja, also eine Missionskarte in der Taverne mir hole, ziehe ich entsprechend des Tokens, was hier drauf liegt, eine Monsterkarte. Ich ziehe jetzt mal eine, als wäre das ein rotes Token. Stellt euch vor, ich hätte jetzt das, dann würde ich diese Karte ziehen und dann hätte ich die Mission, einen Griffin zu jagen. Ein Griffin in Vanir. Und wenn wir jetzt den Griffin schon gezogen haben, ja, ich würde jetzt als roter Spieler, würde ich das dann auch markieren, dass das meine Mission ist. Jetzt gucken wir uns den Griffin mal an. Also hier ist natürlich der Name. Dort seht ihr die Silver Coins, die wir als Belohnung bekommen. Außerdem bekommt man 4 Ansehen, dazu gleich mehr, und einen Erfahrungspunkt. Das ist das Knowledge. Ich habe ja vorher gesagt, Knowledge ist eine ganz wichtige Ressource, das ihr braucht, um den vernünftig zu bekämpfen. Ihr seht zum Beispiel, dass man ein legendäres Schwert einsetzen kann, keine Night Potions. Dann hat der Griffin 5 Lebenspunkte und 12 Angriffskraft. Und das hier, das ist der Unique Selling Point von diesen Kämpfen, denn wenn die Kämpfe unter gewissen Bedingungen stattfinden, dann wird das Monster stärker, wie ihr hier seht, oder aber es wird schwächer und ich damit stärker. Und da ist natürlich jetzt der Aspekt, dass ich mich auf diesen Kampf vorbereiten will und muss und dann eben nach Vanir gehe und gegen das Monster kämpfe. Wie das passiert, wie das funktioniert, das natürlich dann im nächsten Video. Abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nicht, wenn das Preview kommt. Das wird ein ganz großes, das verspreche ich euch an der Stelle. Das waren die Missionskartenstapel von diesem Board. Und jetzt seht ihr hier einen Frühling-, Sommer-, Herbst- und Winterstapel. Was hat's denn jetzt damit auf sich? Wenn ihr jetzt mal hier auf diesen Turn-Track-Kalender seht, da seht ihr hier in diesen Zeilen die verschiedenen Monate. Das sind Spielrunden, ja. Und ihr seht, am Anfang haben wir Frühling, ne? Das ist ja immer die erste Jahreszeit. Und da seht ihr hier, so sieht diese Karte aus. Die würde jetzt hier hingelegt bei Current, also gegenwärtig. Da kommt die Future Card drauf. Und wir haben hier in der ersten Spielrunde, die ist natürlich der März, ne, ihr seht es, März, April und Mai, da haben wir Regen und während des Regens haben wir wieder eine Umgebungsbedingung, das heißt, wir bewegen uns langsamer. Hier, da haben wir sogar einen Sturmregen, da bewegen wir uns noch langsamer, bei klarem Wetter bewegen wir uns normal. Und das ist übrigens eine Beat-Runde, das ist eine Flow-Runde, dazu eben auch nochmal ein Preview mehr. Und ihr seht, da wird einfach nochmal ganz, ganz viel, wie wir es hier auf der Seite hatten, durch das Townsfolk für die Wiederspielbarkeit getan. Das sind hier so Startbedingungskarten, die werden wieder versteigert. Habe ich jetzt einfach mal an der Stelle liegen gelassen. Sind jetzt an der Stelle nicht so kriegsentscheidend. Wir gehen weiter. Ich stelle jetzt das Board einfach nochmal hier an die Seite. Denn wir brauchen es gleich nochmal. Das hier ist der Reputation Track, der Ansehenstrack. Ich habe ganz oft über Ansehen gesprochen. Wir sprechen auch gleich nochmal darüber. Und ihr seht hier, dass dieser Track in 2 Sachen geteilt ist. Einmal diesen World Reputation Track, der geht von -3 bis insgesamt 50. Und jedes Mal, wenn ich hier auf eines dieser farbigen Felder komme, bekomme ich eine Belohnung. Das heißt, Ansehen möchte ich haben. Gleichzeitig, jetzt müsste ich natürlich hier so Token hinstellen, ne? Hier, so von den verschiedenen Spielern. Habe ich jetzt vorher nicht gemacht. Gleichzeitig bekomme ich aber jedes Mal, wenn ich Ansehen gewinne, neben dieser World Reputation auch nochmal einen Bonus Reputation. Das ist hier ein ganz, ganz kurzer Track. Und da haben wir so ein kleines Mini-Race, denn wer hier zuerst ankommt, der bekommt das gerade auslegende Token, was immer ein sehr, sehr starkes ist. Und danach werden alle sofort resettet. Das heißt, auf diesem Bonus-Reputation-Track bleiben wir nicht stehen. Wer zuerst hier dieses Token bekommt, da gibt es wie gesagt mehrere von, der gewinnt das und dann wird das hier resettet. Das letzte auf dem großen Board, ihr seht, wir bewegen uns einigermaßen im Uhrzeigersinn, ist hier das Dice-Board.
Und auf dem Diceboard liegen entsprechend der Spieleranzahl zu Spielbeginn Würfel aus. Diese Würfel kann ich mir durch Erfahrung kaufen. Das ist übrigens hier mit dieser Aktion, mit dieser Contested Action, kann ich mir diese Würfel kaufen. Und wenn ihr euch daran erinnert, es gibt also verschiedene Möglichkeiten, unter anderem die Fire Magic, die verwendet diese farbigen Würfel im Spiel. Aber auch der Fighter, also eine von den Klassen, die wir hier gesehen haben, verwendet die Würfel. Es gibt also verschiedene Situationen, in denen ihr diese farbigen Würfel haben wollt. Und jetzt gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Sache, denn eigentlich müsste hier, warte mal gerade, ich habe hier, ich habe hier eine Karte fürs Spiel zu zweit zu viel liegen. Falls Gell hier zuguckt, wird er sich nämlich beschweren. Denn eigentlich würde dieser Kartenstapel, dieser, ich mache es jetzt mal ganz korrekt, der würde hier liegen normalerweise. Und das sind die Kingdom Cards hier. Die Karten sehen alle so aus, wie ihr sie hier in der Auslage liegen habt. Also wieder korrespondieren die zu den 6 Königreichen. Und das ist wichtig in der Preparation Phase, also in der Vorbereitungsphase. Da habe ich nämlich die Möglichkeiten, Karten zu draften und die auf die Hand zu bekommen. Denkt dran, unser Start Limit war eine 3. Ich kann aber auch Karten spielen oder tauschen. Und was mache ich jetzt mit den Karten? Ja, einmal haben wir natürlich dieses Kartensymbol von den verschiedenen Königreichen. Dann haben wir aber auch hier diese Symbole, die wir eben schon mal besprochen hatten, wie zum Beispiel Ansehen. Hier bekomme ich zum Beispiel ein Ansehen für dieses Reputation Board. Hier habe ich Bewegung, hier habe ich Flow, hier habe ich zum Beispiel ganz, ganz viele Werte. Das ist eine super gute Karte. Und das da zum Beispiel wäre der Erfahrungsstern. Ja, haben wir auch hier zum Beispiel schon mal alleine. Und ich habe also verschiedene Möglichkeiten, diese Karten zu spielen. Ich kann zum Beispiel diese Karten zusammenspielen in einer Farbe oder jeweils mit einem Symbol. Und da bereite ich mich und meinen Aktionszug, das habe ich vorher im Intro gesagt, vor und kann ganz, ganz außergewöhnliche Kombos damit spielen. Ihr seht hier in der Auslage, ich lege jetzt den Stapel einfach mal hier zurück. Ich habe den immer ganz gerne in so einem Holztray. In dieser Auslage liegen immer so ein paar Karten und ich habe eben die Möglichkeit, wenn ich in dieser Preparation-Phase mich für Draft entscheide, von hier und oder da zu ziehen. Ja, eins möchte ich euch an der Stelle auf jeden Fall noch zeigen. Es wird Miniaturen geben. Die sehen sogar richtig gut aus, wie ich finde. Guck mal hier, das ist mein Shapeshifter, den finde ich so genial. Und an der Stelle, ich habe über Heldenklassen geredet. Diese Heldenklassen, liebe Leute, ich habe selten ein Spiel gehabt und vor allem kein Abenteuerspiel, in dem sich die verschiedenen Helden so grundverschieden spielen. Der Chronomancer war das hier. Der Chronomancer, der verändert die Zeit. Also der hat ein eigenes Spiel im Spiel. Also es gibt Klassen, die spielen sich schwerer, andere spielen sich leichter. Aber was ich sagen kann, jede dieser Klassen spielt sich grundverschieden. Stellt uns vor ganz unterschiedliche Aufgaben, Tasks. Gibt uns andere Wege vor. Erleichtert den einen Weg, erschwert den anderen Weg. Und ich will weiterreden. Aber das würde das Video am Ende in die Länge ziehen. Man kann so viel über das Spielmaterial sagen. Wir lassen es jetzt an der Stelle mal sein und sehen uns nochmal vor der Kamera wieder. Das, ihr Lieben, war ein erster Überblick über die Spielkomponenten und den Spieltisch bei Silvercoin Age of Monster Hunters. Und liebe Freunde, jedes Mal, wenn ich über das Spiel spreche, jedes Mal, wenn ich es mir ansehe oder wenn ich es gar spiele, Begeisterung und Gänsehaut. Denn dieses Spiel hat mich voll in seinen Bann gezogen. In seinen Bann gezogen mit diesem atemberaubenden Artwork, mit den Möglichkeiten, welches es mir gewährt während des Spiels, mit der Vorbereitungsphase, die sich so wichtig und bedeutsam anfühlt. Denn ich bereite im wahrsten Sinne des Wortes meine Aktionen vor. Hier ist alles miteinander verzahnt. Die Vorbereitung, die Aktion, der Kampf, über den ich noch gar nicht gesprochen habe. Generell, wir haben uns ja jetzt nur erstmal alles angeguckt. Und Thema und Mechanik, das kann ich euch an der Stelle sagen, sind in diesem Spiel verzahnt wie in keinem anderen. Dieses Spiel ist ein Diamant, es ist kein Rohdiamant, es ist ein geschliffener Diamant. Es ist ein Abenteuerspiel, was ich unbedingt, unbedingt euch vorstellen möchte. Ein Spiel, was ich immer wieder und wieder spielen möchte. Aber aller Euphorie zum Trotz möchte ich an der Stelle schon mal sagen, dieses Spiel ist komplex, es ist zeitaufwendig und es kommt mit einer Menge an Mikromanagement daher. Das heißt, für Leute, die dieses Spiel ein- bis zweimal im Jahr planen, auf den Tisch zu bringen, ist es vielleicht nichts. Denn es dauert
Und es erwartet Einarbeitungszeit, es erwartet eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Möglichkeiten, die auch die einzelnen Charaktere mir bieten. Wenn ihr aber Bock darauf habt, euch mit diesem einen Spiel viele Stunden auseinanderzusetzen, nicht unbedingt jetzt in der Woche oder in einem Monat, aber wenn ihr es 5 bis 10 Mal im Jahr auf den Tisch bringt, dann ist das eine großartige Erfahrung. Denn hier in diesem Spiel, in Silvercoin Age of Monster Hunters, erlebt ihr ein Witcher-Feeling, wie es bis jetzt in keinem anderen Spiel, in keinem anderen Spiel möglich war. Mit einer Tiefe an Entscheidungen, mit einer Tiefe an bedeutsamen und verzahnten Entscheidungen. Leute, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Ersteindruck über das, was ich euch zeigen kann, gewonnen. Schreibt mir jetzt in die Kommentare gerne, worauf ich im Preview den Fokus legen soll. Ich möchte euch natürlich den Spielablauf, den Ablauf einer Spielrunde und die Mechanismen vorstellen, den Kampf ganz, ganz wichtig, damit ihr wisst, was ist das, wie funktioniert es, weil heute habt ihr gesehen, wie sieht es aus. Also schreibt mir alles, was ihr wissen wollt, in die Kommentare. Ich gehe dann detailliert darauf ein. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal und läutet das Glöckchen, denn dann verpasst ihr auf keinen Fall den Upload unseres Previews. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und bin raus. Euer Marcel von den Herren der Spiele.